Der LSB Niedersachsen Podcast im Dialog. Gespräche 1:1 mit allen Informationen und Hintergründen. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich heute, dass wir ein Expertengespräch zum Thema Digitalisierung führen. Und mit mir heute dabei ist Professor Dr. Ronald Wachsack, ein absoluter Fachmann auf dem Gebiet des Vereinsmanagements, Schwerpunktthema Ehrenamt und Freiwilligenmanagement und Digitalisierung. Ich freue mich, dass du dabei bist, Ronald, tätig an der Ostfalia Hochschule. Gibt es noch was, was man über dich wissen muss, oder können wir starten? Okay, erstmal. Danke. Und auf der anderen Seite Dr. Arne Göring von der Uni Göttingen, dort Leiter des Hochschulsports und Sportsoziologe, der sich viel mit gesellschaftlichen Phänomenen rund um den Sport beschäftigt und natürlich auch im Thema Digitalisierung ein absoluter Experte ist. Schön, dass du dabei bist, Arne. Müssen wir noch was über dich wissen? Ach, ich glaube, im Moment nicht. Okay, ja, dann lass uns gleich direkt durchstarten. Es geht um das Thema rund um Digitalisierung im Sportverein. Was brauchen Vereine, um in diesem Feld agieren zu können? Was müssen Verbände an Service- und Dienstleistungen, Unterstützungsleistungen zur Verfügung stellen? Darüber wollen wir heute sprechen. Und ich würde gerne mit Frage Nummer 1 einsteigen, nämlich, ich fange mal bei Arne an. Wie sieht das dein Verständnis von Digitalisierung im Kontext von Sportvereinen eigentlich aus? Über was reden wir da? Ja, Marco, ich hoffe, wir haben so viel Zeit. Weil natürlich das Thema und die Fragestellung, die damit verbunden ist, ist vielschichtig. Ne? Die Frage ist eine normative, also wie viel Digitalisierung wollen wir eigentlich? Es ist aber natürlich auch eine strukturelle Frage, wie gehen wir mit Digitalisierung in Sportvereinen um? Das Phänomen ist insofern für mich einfach auch insofern komplex, als dass die Frage, die du gerade gestellt hast, ne, was brauchen Sportvereine eigentlich, um Digitalisierung irgendwie zu gestalten, mitzunehmen, natürlich immer eine ist, die Frage stellt, wie passen Digitalisierung und Sport zusammen? Ne? Also wir haben an vielen Stellen natürlich Verwaltungsprozesse, die sich digitalisieren, also die Umstellung von analogen, nicht digital gespeicherten Prozessen auf eben diese neuen Digitalformen sind ja sehr vielschichtig. Es fängt von Verwaltungsprozessen an, das hängt damit zusammen, dass wir vielleicht anders kommunizieren, Social Media. Das hat aber eben auch was damit zu tun, die Pandemie hat es uns gelehrt, dass wir natürlich auch neue Formen des Sporttreibens über Digitalisierung entdeckt haben. Wir erinnern uns an die vielen YouTube-Videos und Portale, die dabei entstanden sind. Gleichzeitig hat Digitalisierung natürlich auch im Sportverein einen gegenweltlichen Ansatz, ein Phänomen, wo man sagen kann, Mensch, ist Sport nicht das letzte Refugium? Die körperliche Betätigung, die Auseinandersetzung im Kern mit sich und seinem sozusagen Körper, mit Leistungsansprüchen, die sich Digitalisierung entziehen. Die Fragestellungen sind da, glaube ich, gerade noch im Werden und der Diskurs ist quasi sich gerade am Entwickeln. Aber insofern sind die Beziehungen, die Digitalisierung zum Sportverein hat, glaube ich, relativ vielschichtig. Okay, ja, danke Arne, du hast schon ein breites Feld aufgemacht. Ich würde mal zu Ronald rüberschwenken. So, Ronald, wie ist dein Verständnis zum Thema Digitalisierung, wenn wir im Kontext Sportverein sprechen? Ich glaube, ich muss da auch an Arne so ein Stück weit anknüpfen, weil einfach diese Spanne enorm ist, die mit diesem Thema, mit dieser Fragestellung verbunden ist. Also vielleicht fange ich mal klein an, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir über 9000 Vereine in Niedersachsen haben, Sportvereine, dann ist ja schon eine Frage, wo stehen die überhaupt, was für einen Ausgangspunkt haben die? Wir haben im Anfang dieses Jahres nochmal die Internetseiten uns von 138 Vereinen angeguckt. Circa 30 Vereine hatten gar keine Internetseite. Das dokumentiert auch schon so ein kleines bisschen einfach das, wo starten wir an der Stelle? Das andere Thema ist, Sportverein heißt ja eben nicht nur Sport an der Stelle, sondern es heißt ja eben neben den Aspekten Fairness, körperliche Betätigung und Ähnlichem, heißt ja auch sowas wie Demokratiebildung und andere soziale Funktionen, die damit verbunden sind. Macht sowas wie Kommunikationsentwicklung, macht sowas mit Bildung für Kinder in sozialen Zusammenhängen aus, wenn ich jetzt mal so eben auf das Gebiet von Arno so ein bisschen mit einschwenke. Was passiert da eigentlich, wenn wir uns immer mehr digitalisieren, wenn wir auf Social Media Kommunikation gehen? Was macht das mit den Menschen an der Stelle?
Was bedeutet das für eine Bildung, für eine zukünftige Gesellschaft? Das sind sehr enorm weitreichende Fragen. Die kann auch ein Sportverein vor Ort für sich nicht lösen. Da sind die Verbände auch in ganz großem Maße gefragt, was da entsprechend vorkommen muss. Und das andere ist halt eben so eine Frage wie Kompetenzvorhalten, Kompetenzentwicklung an der Stelle für entsprechende konkretere Anwendungen, dann die in den Vereinen vorkommen können. Also die Spanne ist da wirklich enorm, mal abgesehen von den Selbstfindungsprozessen, die halt in den Vereinen stattfinden müssen, die Arne ja eben auch schon angesprochen hat. Also du sprichst von großen Herausforderungen, aber vielleicht auch im Nebensatz von Überforderungen vielleicht an manchen Stellen. Und wo lege ich meinen Standpunkt eigentlich fest? Finde ich spannend, da können wir auch gleich noch vertieft drüber reden. Vielleicht mal sozusagen zum großen Setting. Arne, es ist ja immer wieder die Rede von disruptiven Veränderungen. Also die ganzen Experten sagen, ja, wir sind disruptive Veränderungen, die größte gesellschaftliche Transformation seit der industriellen Revolution. Was ist damit denn eigentlich genau gemeint? Was sind disruptive Veränderungen und welche sind das denn? Ja, Disruption meint eigentlich erstmal nichts anderes, als dass Digitalisierung, und zwar jetzt nicht als ein technischer Vorgang, sondern die daraus resultierenden Prozesse zu veränderten Haltungen, Erwartungen und letztlich zu veränderten Geschäftsmodellen führt. Das kann man am Beispiel des Musikhörens oder der Musik, des Musikkonsums, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Also von der Kassette und CD, die eigentlich auch schon digital waren, aber in dieser Form noch nicht sozusagen disruptiv, zu Spotify und was weiß ich, Apple Plus und was wir auch alles haben. Also Geschäftsmodelle verändern sich, weil Digitalisierung neue Zugänge, neue Marktprinzipien schafft und damit eigentlich traditionell und wie ich denke, auch ja, wahrscheinlich sozusagen sehr stabile Geschäftsmodelle, Marktsituation, gesellschaftliche Systeme mehr oder weniger auf den Kopf gestellt hat. Wir sehen das beim Online-Shopping, die sozusagen die Grundfesten des Konsums verändert. Wir sehen das im Bereich der Informationspolitik, Telegram, YouTube, was auch immer. Also das sind disruptive Energien, die dazu beitragen, dass ganz klare traditionelle Muster unseres Verhaltens, aber eben auch von Geschäftsmodellen oder sozusagen gesellschaftlichen Systemen aufgelöst werden. Im Sport hatten wir lange Zeit so die Vorstellung, dass die Disruption eventuell daraus resultiert oder dass das Disruptive sich letztlich natürlich dann auch in den sogenannten Online-Sportangeboten wiederfindet. Also die Idee, dass Gymondo, um ein Beispiel zu nennen, YouTube, also Kursangebote, die wir jetzt ja auch verstetigt haben und professionalisiert haben über die Pandemie, dass das schon sozusagen das Disruptive ist. Ich glaube, wir können heute mit ein bisschen Entspannung sagen, das ist nicht das, was wir im Sport als Disruption fürchten müssen, die also die Idee des Sporttreibens grundsätzlich sozusagen verändert. Aus meiner Perspektive ist diese Disruption im Sport eher in einem schleichenden Prozess zu sehen, der damit einhergeht, dass sich eben Vorstellungen von Sportangeboten, Organisationen des Sporttreibens natürlich ganz deutlich verändert, damit auch die klassischen Rollenbezüge im Sport zwischen Teilnehmenden, Trainierenden und Trainern, also auch die sogenannte Wissensstrukturen sich deutlich verändern. Und Ronald hat es gerade schon angesprochen, natürlich geht es auch um die Frage, was resultiert denn da eigentlich? Und das ist natürlich auch disruptiv. Was resultiert daraus zum Beispiel für das Ehrenamt, für das Engagement, für die Organisation, die Binnenorganisation eines Sportvereins und natürlich auch die daraus abgeleiteten Legitimationsansprüche. Wir haben es gerade schon gehört, Bildung, Kompetenzentwicklung, Integration. All das wird quasi zwar nicht so sehr offensichtlich durch Digitalisierung im Sinne einer Disruption, es ist alles ganz anders verändert, aber es verändert sich schleichend und damit, glaube ich, hat Digitalisierung auch trotzdem eine disruptive Energie für den Sport, die, wir kommen, glaube ich, gleich nochmal auf den Ausblick, natürlich in den nächsten 10, 15 Jahren nochmal ganz andere Dimensionen erreichen wird. Also wenn wir über virtuelle Welten sprechen, das, was Meta jetzt auf der Ebene dann sozusagen prognostiziert, das kann sicherlich nochmal noch eine stärkere disruptive Energie haben. Aber ich glaube, dass wir sie im Kleinen und in vielen kleinen Stellschrauben und Baustellen jetzt schon haben bei uns im Sport. Also für alle, die es nicht wissen, Meta ist Facebook und Instagram, also nur zur Ergänzung. Ronald, mal zu dir rüber gefragt.
Wie schätzt du das denn ein, das Thema disruptive Veränderungen im Kontext von Sportvereinen? Ja, okay. Also da war Arne mir gerade ein bisschen zu zartfühlend, weil ich übersetze Disruption mit Zerstörung. Also deutlich brachialer und damit muss man sich, glaube ich, auch nochmal intensiver damit Gedanken, also es fördert nochmal eigentlich, sich intensiver damit auseinanderzusetzen, was macht das eigentlich mit uns? Ich habe eben gerade nochmal nachgeguckt, auf Seite 123 des Koalitionsvertrages steht, E-Sport machen wir gemeinnützig. Was heißt das für eine Sportbewegung an dieser Stelle, die für sich sagt, wir wollen damit nur begrenzt was zu tun haben? Ich schränke es mal auf die Spielsportarten ein. Aber was bedeutet das, wenn da drin steht, wir machen das gemeinnützig? Was bedeutet das für eine Sportbewegung im Sinne der ihrer Organisationen, der Sportvereine und der Dachorganisationen, die entsprechend vorhanden sind? Was macht das ganze Thema eben, Arne hat es angesprochen, mit Engagementformen, wenn man sagt Homeoffice und anderes? Was bedeutet Digitalisierung eben außerhalb in der Arbeitswelt? Was bedeutet das für die Sportmöglichkeiten und Angebotsmöglichkeiten, die in Sportvereinen da sind, wenn ich dann mehr auf Homeoffice gehe? Welche Angebote sind dann zukünftig zu welchen Zeiten sinnvoll? Wird es dann eher in die Konservenecke gehen? Die andere Sache ist die, ich hatte hier vor einiger Zeit einen Workshop, hatte ich teilgenommen hier vom LSB und da waren Vereinsvertreterinnen und Vertreter, die alle Erfahrungen mit dem Thema, wir haben jetzt während Corona, das ist ja nochmal so eine zusätzliche Gemengelage, wir haben während Corona entsprechende Angebote gemacht, und die jetzt halt gesagt haben, nö, wir lassen das mal so vor sich hinschlummern oder wir machen nur noch ganz wenige ausgewählte Sachen oder jo, 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 das ist die Sache, da bleiben wir dran. Na, also da ist halt wirklich auch noch die Suche im Gange und da muss man sicherlich auch sondieren. Ich glaube, das ist im Moment sowieso die ganz große Tücke, dass keiner so genau weiß, wie verändert sich Denken bei den Menschen, durch so einen Effekt wie Corona an der Stelle auch. Und was sind dann auch die Wirkungen, die sich daraus ergeben für Erwartungen an die Sportorganisationen? Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, nochmal das vielleicht ein bisschen konkreter zu machen. Ich nenne es einfach mal Lebensrealität. Also du hast schon ein bisschen beschrieben, ne? Wie verändert sich eigentlich die Lebensrealität, die Haltung zu gewissen Dingen? Und Arne hat es im Vorfeld im Vorsatz gesagt, du hast von Geschäftsmodellen geredet, von Kunden. Das ist manchmal ein bisschen befremdlich, wenn wir im Kontext Vereine sprechen. Wir sprechen von Mitgliedern. Aber wenn man mal schaut, du hast auch benannt, ne? Amazon, Apple Pay, Chimondo, PayPal, das sind ja Dinge, die Kunden, wenn man sie so benennen will, ja aus ihrem Alltag kennen. Und die Frage ist, unterscheidet der Mensch zwischen Kunde und Mitglied sozusagen in seiner Lebensrealität? Und jetzt die Frage an euch beide, ich fange mal bei dir an, Ronald. Was ist denn State of the Art an Erwartungshaltung, was sich Vereine mit auseinandersetzen müssen im Sinne von ja, der Kunde oder das Mitglied? Mit welcher Erwartung kommt denn jetzt auch in den Sportverein, das er aus seinem sonstigen Umfeld kennt? Und was heißt das denn für gewisse Prozesse oder Leistungen, die ein Verein anbieten müsste? Kannst du das ein bisschen konkret machen und danach gerne an Arne auch? Ist natürlich schwierig, weil da gibt es im Moment noch keine richtigen Untersuchungen zu Erkenntnissen zu an der Stelle. Ich muss mal eben, Entschuldigung. Ich muss mal eben den Frosch wegtreiben. Okay, da gibt es noch keine richtigen Erkenntnisse zu, dass wir oder Untersuchungen zu, logischerweise. Das ist zu frisch alles. Na, aber ich glaube, so das Lernen, das ganze Umfeld, was Verwaltungsaufgaben angeht, dass man das auch auf anderen Wegen erledigen kann als über Papierzettelchen und entsprechende Sachen. Ich glaube, das wird ein Lerneffekt sein, der sich schon ein Stückchen weit durchsetzt, dass man mit Hotlines arbeiten kann, wenn die vernünftig aufgestellt sind und vernünftig arbeiten. Das ist auch wahrscheinlich eine Erfahrung, die man entsprechend macht. Die Frage ist halt eben, wie weit dann Überleitungen in sowas wie E-Sport oder sowas rübergehen, nicht E-Sport, in online geleitete Sportangebote übergehen können. Da bin ich wirklich im Zweifel, ob das wirklich sich durchhalten lässt, weil das Miteinander in Sportangeboten ist ja doch eine ganz wichtige Sache. Entschuldigung, dass mir da immer was dazwischen kommt. Ja, also ich glaube, das sind so ganz wichtige Erfahrungen. Aber wir müssen ja auch sehen, dass nochmal von weiterer Seite her Druck hineinkommt. Wenn ich über solche Themen nachdenke, wie Smart City als eine Diskussionsebene, wo der Sport im Moment noch überhaupt keine Bedeutung eigentlich hat, wenn man es mal so betrachtet.
Wenn ich an sowas denke wie Verwaltung und Digitalisierung, was ja im Moment eher noch ein bisschen verhalten anläuft, um es freundlich auszudrücken. Aber auch das wird einen gewissen Schub bekommen, denke ich mal. Und das sind alles Effekte, die dann auch in wiederum das Denken und Verhalten von Menschen hineinwirken. Also hier wird gerade über Flexo diskutiert, ein Anrufbussystem, was über ein digitales System dann eben laufen soll. Wo im Moment noch so ein paar Geburtswehen dabei sind und Geburtsstörungen dabei sind, aber das müsste sich eigentlich auch dann rauswachsen. Was bedeutet sowas dann eben zum Beispiel, um zu seinem Sportverein zu kommen? Wie sind die Anschlüsse an solche Systeme? Also da gibt es ganz vielfältige Themen, die mit diesem Komplex Digitalisierung verbunden sind, die dann auch irgendwo auf die Sportorganisationen einprasseln und wo man irgendwo anschlussfähig sein muss, Anschlussfähigkeit ablehnen will, muss, um sein Selbstverständnis als Sportverein zu erhalten, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was ist das Selbstbewusstsein eines Sportvereins, was es lohnenswert ist, für eine künftige Gesellschaft erhalten zu bleiben und seine Legitimation ergeben, um da auf, an Arne dann damit auch weiterzugeben? Ja, Arne, genau, das war schon die Überleitung. Was ist denn für dich so der State of the Art, den man eigentlich jetzt schon ja, in Blick nehmen muss? Und ich sage jetzt mal einfach so, muss es sicher auch kritisch beurteilen, zu sagen, da muss ich mich zumindest bewusst entscheiden für, gegen oder Alternative. So, Ja, ich bin ja sozusagen als Sportsoziologe mit einer ganz leicht anderen Perspektive auf die Thematik beschäftigt, zudem wir natürlich hier an der Uni Göttingen, wir betreiben den Hochschulsport, eine Organisation mit 16.000 Mitglieder, war ungegendert. Ich glaube, dass die Haltung, dass die Verhaltensweisen der Menschen gerade in dieser jüngeren Generation sich jetzt schon ganz radikal transformiert haben. Also wer mit YouTube als Informationsmedium aufwächst, mit Netflix als Unterhaltungsmedium, mit Social Media, mit Amazon und was alles da noch dahinter steht, der macht eine Grunderfahrung der Flexibilität und der Verfügbarkeit von Waren, Dienstleistungen und vielleicht auch Lebenszusammenhängen. Und ich glaube, dass wir, wenn ich hier unsere Zielgruppe beobachte, dass wir im Sport in den nächsten Jahren verstärkt, gerade bei dieser jüngeren Zielgruppe, aber das wird sich fortsetzen meiner Ansicht nach, auch auf die sozusagen Best-Ager-Generation, dass die Fragestellung, ob unser eigentliches, jetzt bin ich wieder beim Geschäftsmodell und gar nicht, weil ich denke, das ist jetzt sozusagen ein wirtschaftlicher Betrieb der Verein, natürlich nicht. Ne? Aber letztlich ist es natürlich so, dass ich in irgendeiner Form ein Produkt anbiete, nämlich Sportangebote. Und die Frage ist, wie sich die Erwartungen auf diese Sportangebote verändern. Meiner Beobachtung nach ist es jetzt schon so, dass diese Generation einen unglaublich hohen Anspruch an Flexibilität hat oder an Flexibilisierung hat. Also das, was wir aus dem Fitnessstudio kennen, und das ist, glaube ich, auch der Erfolgsgarant des Fitnessstudios, ist ja nicht, dass es so viel Spaß macht, an die Geräte zu gehen, sondern dass ich sehr flexibel in meinen Zeitkontingenten, zum Teil sogar in meinen räumlichen Kontingenten, quasi entscheiden kann, wann ich wann, in welchem Umfang, in welcher Intensität, mit welchen sozialen Gruppierungen ich Sport treiben kann. Die Joggingbewegung ist nichts anderes als genau die Antwort auf die Frage, wie kann ich möglichst in einem flexibilisierten Alltag, der diese Erfahrung in den Mittelpunkt stellt, in irgendeiner Form Sport treiben. Und natürlich ist es so, dass wir weiterhin auch so etwas wie den Anspruch an Zuverlässigkeit haben. Das ist ja sozusagen genau die Krux an der Geschichte. Ne? Netflix bietet mir zuverlässiges Angebot in einer flexiblen Wahrnehmung, in einer flexiblen Nachfrage. Und hier auf den Hochschulsport bezogen ist genau das im Moment der große Trend. Also ne, wir sind schon nicht mal mehr bei Kurssystemen, die vielleicht 12 Wochen dauern, die wir immer wieder neu ausschütten, damit Menschen sich in ihren flexiblen Rahmenbedingungen neu anmelden können, sondern mittlerweile sind wir bei Einzelplatzanmeldungen. Das heißt, ich kann mir jede Woche überlegen, will ich zu dem Yoga-Kurs eigentlich diese Woche gehen oder will ich vielleicht lieber nächste Woche irgendwas anderes machen? Und das hat natürlich nicht nur Grenzen, sondern das konfrontiert uns mit der Grundlogik von Sport, Training und Bildungsprozessen. Denn die bedürfen natürlich einer Kontinuität. Ne? Training ist die kontinuierliche Reizsetzung in ihrer Progression. Bildung heißt, sich auch kontinuierlich mit Dingen auseinanderzusetzen und vielleicht auch in sozialen Gruppierungen Aushandlungsprozesse zu erleben,
für die der Sport ja letztlich dann auch im Mannschafts- und sozusagen vielleicht auch Wettkampfsport steht. Und ich glaube, die Herausforderung wird es sein, in den nächsten Jahren Antworten darauf zu finden, wie wir es schaffen, die eigentliche Stabilität, die in solchen sozusagen Organisationen wie Sportvereinen vorhanden sind und die, für die sie ja auch steht. Ne? Wir haben ein festes Angebot in einer verlässlichen Struktur, Volleyball, Halle XY, Zeit Z, das irgendwie aufzulösen und durchgängiger, verfügbarer zu machen, flexibler zu machen, ohne die darin enthaltenen Potenziale für Training, Gesundheit und letztlich dann auch Bildung aufzugeben. Und das wird eine unglaublich große Gratwanderung, weil es natürlich damit die Verwaltungsprozesse sich ändern, aber eben auch die Rolle des Sports sich ändert. Also wie schaffe ich es, dort auch, ich sage mal, immer wieder neue Menschen zu integrieren. Ne? Wenn ich jetzt sage, irgendwie Einzelplatzanmeldung, kann ich mich jetzt für einen Spinningkurs anmelden und nächste Woche wieder. Wie viel Voraussetzungen muss ich schaffen? Also ich glaube, dass diese Fragestellung von einer flexiblen Struktur in einem zuverlässigen Angebot, das wird uns, glaube ich, die nächsten Jahre ganz stark verfolgen. Zudem, und das ist jetzt noch der letzte Aspekt, natürlich sich damit auch die soziale Rahmung des Sports ändert. Wir sehen, dass sich gerade in dieser Zielgruppe der Studierenden, die immer natürlich eine ganz eigene soziale, lebensweltliche Einbettung hat, das ist ganz klar, ne, das ist vielleicht in einer Arbeitswelt oder sozusagen dann auch in Familienkonstellationen nochmal anders. Bei ganz kleinen Kindern sehe ich das auch anders. Aber grundsätzlich erleben wir eben auch hier, dass sich Selbstorganisationsprozesse vollziehen, die WhatsApp-Gruppe, die Facebook-Gruppe, was auch immer. Also ich will mit meinen Freunden irgendwie Sport treiben, ich organisiere mich daran selbst, brauche dann aber irgendwie ein Angebot, auf das ich zurückgreifen kann. Ne? Also die Frage von, ich sage jetzt mal ein Beispiel, wo man das pragmatisch machen kann, Einzelplatzvermietung von Plätzen. Ne? Also wir können in unserer Gesellschaft eigentlich abseits der Soccerhallen, kann man flexibel nicht Fußball spielen gehen, weil es eigentlich keine Flächen dafür gibt. Wir müssen uns auch, um auf das Smart-City-Argument von Ronald nochmal zurückzugehen, wir müssen uns darauf fokussieren, dass wir eben auch die öffentliche sozusagen Verfügbarkeit von Sport-Facilities, von Möglichkeiten in einer selbstorganisierten, vielleicht Kleingruppe, die die Digitalisierung bereithält, dass wir das eben zukünftig vermehrt in den Blick nehmen. Und das wird, glaube ich, für die Vereine, wenn ich ganz ehrlich bin, eine große Herausforderung. Denn mein Argument in solchen Konstellationen ist immer, stellt euch mal vor, Ronald, bin sofort fertig, stellt euch mal vor, die Kommunen würden zukünftig sagen, also die Ressource Sportraum, Sporthalle, Sportplatz, die stellen wir jetzt nicht nur Vereinen zur Verfügung, sondern da kann ich mich jetzt auch als registrierte WhatsApp-Gruppe bewerben und eine Sporthalle kriegen. Was wäre allein auf der Angebotsseite sozusagen los, wenn wir uns dieser, ich sage mal, Kernelemente irgendwie entledigen? Ich glaube, das wird eine große Herausforderung. Ronald hat eine Ergänzung oder ein Veto? Das würde ich gerne mit reinnehmen, Ronald, bitte. Ergänzung einfach, weil da hat drei Aspekte. Das eine an dem letzten Punkt anknüpfen. Ich habe mich gerade erinnert, irgendwann in den 1980er Jahren war ich mal in Urlaub in den Niederlanden und da habe ich mit einem Kollegen zusammen mir die Halle gemietet. Wir haben am Anfang ein bisschen Badminton gespielt und anschließend Basketball gespielt auf einen Korb. Das ist nicht so neu. Es ist einfach kulturell anders verankert hier bei uns und eben eine Perspektive. Das zweite, dass man so im Diegelchen oder anderen Sinne die Unterteilung, du hast es so im Nebensatz angesprochen, ich glaube, wir müssen auch nochmal die Unterteilung der Sportangebotsformen, Wettkampfsport, Breitensport, funktionaler Sport wie Gesundheitssport und sowas, eben auch nochmal ein bisschen mit in den Blick nehmen. Was macht das vor allen Dingen mit dem Thema des Wettkampfsportes dann an der Stelle? Ist ja auch nochmal durchaus eine Frage, solange ich mich über Teamsport unterhalte. Weil Wettkampfsport, es gibt ja zumindest im Reiterbereich, Dressurreiten, gibt es ja schon die Situation, ich nehme meinen Dressurritt auf, sende den ein und kriege dann den Peppel für mein Pferd dran zu heften und meine Bewertung kriege ich dann zugesandt per E-Mail. Also auch da verändern sich schon Perspektiven und verändern sich schon Formen des Umgangs miteinander. Klar, es ist relativ kompliziert, ein Pferd irgendwo einzupacken und irgendwo hinzufahren, um dann die Veranstaltung zu machen. Das ist nochmal aufwendiger als nur ein Menschen. Aber trotzdem, da zeichnen sich auch schon andere Ideen und andere Formen ab. Und wenn ich zum Beispiel Individualsportarten habe an der Stelle, die kompositorische Elemente haben, dann könnte ich mir das genauso gut vorstellen, dass man da vor einer Kamera rumhopst mit irgendwelchen Varianten.
das an irgendwo hinschickt und dann seine Rückmeldung bekommt und dadurch dann eine Bewertung zusammengebastelt wird. Bei Teamsport ist es im Moment noch ein bisschen schwieriger, aber selbst da gibt es wahrscheinlich schon erste Ideen irgendwo. Ja, danke. Wir lassen uns da gleich mal weitermachen. Du hast es gerade vorhin angesprochen, Ronald, das Thema Smart City. Smart City, da gehen bei mir ganz, ganz viele Bilder auf. Ich weiß nicht, ob es die richtigen sind, aber wenn wir jetzt das, was ihr gesagt habt, wir reden ja über die Realität. Wir reden ja über die heutige Realität, die schon vorhanden ist. Also die wir zum Teil mit reingenommen haben in unseren Ansätzen im Verein, die wir bisher noch nicht gesehen haben oder die wir bewusst anders entschieden haben. So, jetzt dreht sich die Welt ja weiter und in immer dynamischeren Zyklen. Was ist denn deine Einschätzung, Ronald? Was kommt denn da so in absehbarer Zeit schon jetzt erkennbar noch auf uns zu, was wir jetzt schon eigentlich sozusagen gedanklich vorwegnehmen können? Also wenn ich mal die Smart City-Thema ansetze, wir haben vor 1,5 Jahren haben wir hier mit den Masterstudierenden ein Projekt gemacht zum Thema Smart City und Sport, weil das im Moment noch weitgehend ausgeblendet ist bei dem Thema, weil das geht hauptsächlich im Moment um Mobilität und um Energieversorgung. Das sind im Moment die Schwerpunktthemen. Aber wir haben roundabout 50 Städte in Deutschland, die sich als Smart City-orientierte Städte bezeichnen und einordnen. Da gibt es auch einen Atlas zu, kann man im Internet finden und danach gucken. Da sind halt vielfältige Gedanken, die im Grunde davon ausgehen. Ich habe mal, als es die noch gab, die CeBIT in Hannover, habe ich mal von Huawei einen Bildschirm gesehen, wo im Grunde die komplette Stadt abgebildet war und überall blitzten schöne Lämpchen auf. Und der Grundgedanke ist doch dabei, dass ich alles irgendwie digitalisiere, was ich nur digitalisieren kann bei den Abläufen in der Stadt. Da kommen solche Punkte, wie Arne sie eben angesprochen hat. Nutzung, Belegung von Sportstätten und sowas. Kann man da alles locker mit reindenken? Ne, Mobilitätsfragen, auch bei Sport, auch bei Zuschauersportangeboten und Ähnlichem kommen da ganz stark mit rein. Überhaupt das Management von Sportstätten. Das kann halt eben auch bedeuten, dass ich halt eben weiß, um 8 Uhr ist Volleyball hier und dann flitzen da so ein paar kleine Roboterchen rum und bauen Volleyballanlage auf und gehen dann wieder in ihr Kämmerchen und warten drauf, bis die Stunde um ist und dann bauen sie das wieder ab. Und ganz viele andere Aspekte. Deswegen, das ist ein hochdynamisches Themengebiet, auch wenn im Moment so ein bisschen Sachen im Hintergrund verschwunden sind. Aber wenn man mal in andere Länder guckt, wo solche Themen, die man auch nicht alle toll finden muss, beziehungsweise alle haben wollen muss, wie Kameraüberwachung und ähnliche Geschichten nimmt. Ja, ich kann mir leicht vorstellen, dass zum Beispiel also in vielleicht eher gruseligen Vorstellungen, dass man die Überwachung von Sporteinheiten nach Anzahl der Menschen und Ähnlichem, dass man sowas auch mit entsprechenden technologischen Möglichkeiten heute relativ leicht machen könnte. Also ich habe mal mitbekommen, dass hier bei uns anhand der Luftzusammensetzung im Hörsaal einigermaßen die Zahl der Menschen, der anwesenden Menschen abgeschätzt werden kann. Das ist ja Wahnsinnsvorstellung. Und das kann man sich ja an der Stelle auch nochmal vorstellen, wenn es darum geht, hey, wie viele Leute sind denn da bei euch rumgehopst? Ihr habt eine Halle, wo mindestens 15 Leute drin, da warten wir jetzt nur 10. Ne? Was heißt das denn? Also das fängt beim Kleinen an und hangelt sich dann viel weiter in die Vernetzung in einer Kommune rein. Dann ist aber auch noch die nächste Frage, die dann kommt. Wie findet sich dann jetzt so Legitimation eben schon angesprochen? Wie findet sich denn ein Verein in so einer Gesellschaft, ein Sportverein? Wie begründet er denn da seine Daseinsberechtigung überhaupt in einer sich so veränderten Gesellschaft? Und ich glaube nicht, dass da alles von in der Tonne verschwinden wird, sondern da werden schon Sachen vorangetrieben und werden einem irgendwann zwar häppchenweise, aber werden einem näher kommen. Und das muss man sehr genau im Blick behalten. Ja, Arne, wie siehst du das denn? Was müssen wir da schon gedanklich vorwegnehmen? Ronald hat ja schon ein paar Perspektiven da auf den Weg gebracht. Ja, also es gibt sicherlich kurzfristige, mittelfristige, langfristige Perspektiven, ne? Ich denke, dass wir in der Tat, das, was Ronald gerade gesagt hat, sind für mich die entscheidenden kurz- und mittelfristigen Perspektiven. Also wie verändert sich der Zugang zum öffentlichen Raum? Wie strukturiert er sich durch Digitalisierungsprozesse auch im Bewegungsbereich neu, ne? Also wenn wir uns hier jetzt in Göttingen angucken, da kann man sich sicherlich vor die Frage stellen, braucht es nicht einfach auch jetzt, aber jetzt unabhängig erstmal vom Verein, neues Verständnis von Sport und Sportangeboten. Also ich nenne euch ein Beispiel. Wir haben jetzt hier schon letztes Jahr das so gemacht, dass wir haben eine Sportbox auf unser Gelände gestellt. Der ist vollgestellt. Da ist immer eine Person drin, die das sozusagen ausgibt, vollgestellt mit Material. Und ich kann mir quasi mit einer App vorher
quasi Material buchen. Ich kann also sagen, ey, ich habe heute Bock auf Badminton, ich buche mir da zwei Schläger, um 16 Uhr kann ich mir die abholen, habe ein Feld dazu und kann dann da spielen. Ich glaube, in diese Richtung wird sich Stadt verändern. Das wird sicherlich, ne, natürlich nicht ganz schnell gehen. Das kann man sich auch beim Laufen überlegen. Also wann kann ich zum Beispiel über eine App irgendwie eine Laufstrecke dann auch vielleicht beleuchten oder auch nicht beleuchten. Also ne, solche Dinge sind, glaube ich, der Zugang zum öffentlichen Raum, zu Sportstätten wird sich durch Digitalisierung ganz massiv verändern. Natürlich sehen wir, es gibt Projekte von Kollegen zum Beispiel aus dem Zentrum für Künstliche Intelligenz Kaiserslautern, die da an den ersten, was heißt nicht an den ersten, aber ganz massiv an Augmented Reality Angeboten arbeiten. Also die Frage ist ja auch, wie verändert sich das Sporttreiben zukünftig in der Frage, was kann ich sozusagen zwischen realem und virtuellem Raum eigentlich noch für Veränderungen herstellen? Also ist das Thema E-Sports zukünftig eins, was sich nicht nur auf den Computer und ich daddel da so ein bisschen rum, sondern eben sich dann auch erweitert darstellt. Also Sportarten, die sich wahrscheinlich in einer Verknüpfung zwischen eben virtuellem und realem Raum darstellen. Also da kann man sicherlich die Fantasie vielfältigste Dimension sozusagen zulassen. Und dann eben natürlich die nächste Frage, wir haben vorhin angesprochen, also wenn sich die Vision von Zuckerberg da durchsetzt und Meta also als eine virtuelle Realität durchsetzt und die Frage ist, ne, das iPhone ist gerade erst 15 Jahre alt, wie lange dauert das eigentlich? Geht das nicht vielleicht schneller, als wir uns vorstellen? Dann ist natürlich da auch die Frage, was macht das eigentlich so mit dem Grundverständnis des Sports? Aber ich will nochmal als allerletztes die Diskussion oder die Aussage von Ronald nochmal unterstützen. Ich glaube, dass wir in Zukunft vor allen Dingen in den Vereinen überlegen müssen, was ist in dieser neuen Welt eigentlich der Legitimationsanspruch, der Auftrag und das Selbstverständnis von Sportvereinen. Denn auch klar ist, als Freiwilligenorganisation werden sie aus eigenen Kräften, da kann der LSB noch so viel Unterstützung leisten, diese Schritte nur sehr, sehr, sehr bedingt mitgehen. Also ihr habt es gerade schon erwähnt, die Hälfte hat vielleicht noch gar keine Homepage, von Facebook mal abgesehen. Da jetzt zu mitzukommen, dass es irgendwie digitalisierte Zugänge zu Sportprogrammen gibt, das wird sich auf eine relativ kleine, potente sozusagen Gruppe von Sportvereinen reduzieren. Und insofern ist, glaube ich, die eigentliche Diskussion, die wir führen müssen, was ist die Rolle von Sportvereinen in einer solchen neuen digitalisierten Welt? Also verstehe ich es richtig, Arne, dass du schon sagst, naja, bei allem, was so passiert, es geht doch im Kern nicht darum, sozusagen jetzt ein Produkt einzuführen oder ein Tool, sondern zu sagen, welche Rolle, welche Haltung nehme ich denn eigentlich zukünftig ein und das nochmal neu zu definieren eigentlich quasi, also ja, den Kern des eigenen Vereins. Ja, Welten erzeugen ja auch Gegenwelten. Also vielleicht ist es ja auch sozusagen gar nicht der richtige Weg dieser Digitalisierung, jetzt hinterher zu hecheln und zu sagen, wir müssen da jetzt unbedingt alles digitalisieren, sondern vielleicht ergeben sich aus genau dem gegenwärtigen Modell ja auch Chancen. Also dass Menschen, das sehen wir jetzt schon, ja auch Auszeiten aus Digitalisierung haben wollen, dass das Körperliche, dass die eigentliche soziale Kommunikation im Kern, so wie wir sie im Verein auch kennen, dass das genau das ist, was in einer solchen flexiblen, digitalisierten, agilen sozusagen Welt vielleicht genau der Rückzugsort ist, den Menschen brauchen und den sie sich weiterhin wünschen. Nur ich glaube, die Diskussion muss man führen, also und zwar auf allen Ebenen, weil sie eben sehr vielschichtig ist, diese Diskussion um Digitalisierung, auch sehr komplex, sehr differenziert betrachtet werden muss und natürlich auch politisch in irgendeiner Form, glaube ich, vorangetrieben werden muss. Und darum geht es jetzt nicht dabei, welche App nehmen wir oder welches Tool nehmen wir zur Mitgliederverwaltung. Das sind natürlich, das ist StateOps, ja, das muss passieren. Aber der große Blick, glaube ich, der muss vor allen Dingen jetzt auch politisch vorangetrieben werden. Und da drunter, glaube ich, genau die richtigen Eckpfeiler gerade schon eingerammt. Ronald, du hast schon die Hand gehoben. Vielleicht kannst du es gleich verknüpfen mit noch einer Frage. Nämlich bei Arne höre ich raus, es geht eigentlich um von Anbieterseite, also vom Verein her, die verbindliche Flexibilisierung für den Kunden herzustellen. So, jetzt bist du ja aber auch im Thema Ehrenamt und Freiwilligenmanagement, Solidargemeinschaft tätig. Mit verbindlicher Flexibilisierung auf einer Seite können wir natürlich sozusagen ehrenamtlich, freiwillig engagiert kein System am Leben halten. Wie siehst du das denn? Also wie sieht die Perspektive von Engagement eigentlich in diesem Kontext aus? Was du auch noch sagen wolltest, bitte.
Ja, vielleicht ganz kurz nur ergänzen noch, also einmal Unterstreichung von dem, was Arne eben noch ausgeführt hat. Dann aber die grundlegende Frage, was macht Digitalisierung mit der Körperlichkeit von Menschen? Ne? Was macht diese Fixierung auf einen Stuhl im Rahmen von Homeoffice, was macht die mit so einem irgendwie lebendigen Wesen und was kann Sport an der Stelle anbieten, abgesehen von den sozialen Aspekten, um da auch entsprechend Lebensfähigkeit weiterhin zu erhalten in einer schönen Form. Okay, zu deiner Frage. Ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt wird auch sein, sich auch mit dem Thema Online-Volunteering auseinanderzusetzen. Das wäre für mich wirklich so ein ganz zentraler Zug an der Stelle, also quasi Homeoffice, aber auch auf die Ferne betrachtet. Das kann ganz viele Chancen eröffnen. Das haben wir ja auch vor schon einige Jahre immer ein bisschen mehr im Blick und immer mal wieder auch mit entsprechenden studentischen Projekten ein Stück weit besetzt. An der Stelle eben zu schauen, wie weit kann man eben die Vereinsarbeit eben auch aus der Ferne machen. Den Übungsleiter vor der Gruppe, den kann ich nicht ersetzen an der Stelle. Ich meine, ich kann es versuchen, dass der über den Bildschirm was macht. Das haben wir ja bei Online-Sportangeboten zum Teil, haben wir das ja. Aber ich glaube nicht, dass es den eigentlichen Gedanken ersetzt, der aus diesem Gruppencharakter heraus erwächst und dem Austausch, der in so einer Übungssituation und Trainingssituation erwächst. Na, aber viele der Führungs- und Verwaltungsaufgaben, wenn ich sie nicht sowieso automatisiere, da kann ich mir ganz, ganz viel vorstellen, was dann einfach gar nicht mehr notwendig ist, gerade auch die als häufig nicht besonders beliebt betrachteten Aufgaben der Vereinsverwaltung. Da habe ich auch in den 80er Jahren mit dem LSB-NRW mal ein Projekt gemacht zur Vereinsverwaltung. Die Sachen können die wieder rausziehen. Das Grundmuster kann man jetzt wieder verwenden im Grunde, ne, wo ich das untersucht habe. Nur total verrückt. Ne? Aber auch viele Führungsaufgaben, ich glaube, viele Themen, Rechercheaufgaben, Ideen, Entwicklung und so weiter. Da gibt es ja viele Tools. Ihr macht da ja auch schon einiges an der Stelle. Und das wird dann ja auch am Freitag und Samstag wieder eine Rolle spielen. Ja, danke. Vielleicht noch mal ein Blick auf den Markt. Also ihr seid ja, ich nenne es mal Markt, ihr seid ja viel unterwegs. Ronald, du hast ja oft auch schöne Fotos von irgendwelchen Messen oder Kongressen, wo man ja auch in Austausch und Dialog kommt und so ein bisschen Innovation reinholt. Habt ihr sozusagen Projekte, Konzepte, Best Practice gesehen, wo ihr sagt, Mensch, da lohnt es sich mal hinzuschauen, die haben sich intensiv damit auseinandergesetzt, die haben eine gute Entwicklung vorangebracht. Gibt es da ein, zwei sozusagen ja, Beispiele ist ja immer sozusagen oder Projekte, wo man mal hinschauen sollte aus eurer Sicht? Ronald, du darfst gerne anfangen. Ich will da auch nur zwei Punkte kurz ansprechen. Das eine wäre halt das Vereinsportale. Ich glaube, das ist wirklich so ein Rundum-Paket. Wenn das wirklich funktional gut aufgestellt ist, inklusive der Vernetzung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Gruppen, dann ist das schon ein schickes Angebot als einzelnes Angebot. Und ich glaube weiterhin aus meiner Sicht eines der zentralen Vereinsentwicklungsthemen oder Formen ist TSG Bergedorf, die ja auch reich dokumentiert ist im Internet. Ist ein Freiburger Kreisverein, also von der Größenordnung her natürlich eine Hausnummer, die für viele Vereine erstmal weit weg sein wird. Aber Ideen daraus ziehen können auch, glaube ich, kleinere. Okay, danke. Arne? Ja, also ich will natürlich keine Werbung für uns selber machen, aber ich glaube, dass der Blick auf so Einrichtungen wie Hochschulsport, und das ist gar nicht an uns in Göttingen nur einfach ausgerichtet, aber an vielen anderen Stellen, glaube ich, Anregungen bieten kann, wenn wir uns angucken, was die Lauterer machen mit Apps, die quasi auch Bewegung in Organisationen, in neue Wettkampfformen davon erfinden, dass wir... Meinst du Karlsruhe? Entschuldige. Nee, ich meine jetzt an der Stelle Kaiserslautern wirklich. Ah, okay. Die unglaublich tolle, ja auch digitalisierte Prozesse aufgelegt haben und das weiter vorantreiben. Dann kann man, glaube ich, daran zumindest das Experimentierfeld ein bisschen sozusagen wahrnehmen, in dem sich die Gesellschaft im Moment auch befindet. Ich glaube, dass wir darüber hinaus natürlich immer auch gucken müssen, jetzt auf der politischen Ebene, wie gehen eigentlich andere soziale Systeme mit Digitalisierung um? Ich bin ja jemand, der schon seit 10 Jahren dafür plädiert, auch so das horizontale Lernen zwischen Sportorganisationen zu verbessern. Ich finde, das ist insbesondere jetzt so aus dem Tischtennisverband, aber auch aus anderen Verbänden kommt, also die Bildungsprozesse, die sich da ja mittlerweile dann auch schon ein Stück weit verselbstständigt haben, das weiter auch voranzutreiben. Das finde ich toll, wie das funktioniert.
Geistreich als eine sozusagen Plattform der evangelischen Kirchen in Deutschland, die sozusagen auf horizontale Vernetzung setzen, um voneinander auch zu lernen und auch die Vorstellung, die Digitalisierung ja mit unseren Bildungs- und Lernprozessen macht, in den Verein zu übertragen. Das finde ich irgendwie spannend, daran zu setzen. Und ich glaube, dass wir, aber das ist jetzt sozusagen dann nur so im Kleinen, natürlich an bestimmten Stellen immer wieder auch den Blick in die USA richten müssen und schauen können. Da gibt es viele Beispiele von Sport an Universitäten, die ja da immer sozusagen auch einen hohen wirtschaftlichen Ressourcen, ja, oder Ressourcen zur Verfügung haben, wo man sehen kann, wo die Reise hingehen kann. Immer, ne, immer vor dem Hintergrund der Voraussetzung, sich der Diskussion zu stellen, was will man eigentlich und wie ist die Rolle in diesem Verein. Okay, danke. Ronald, hast du noch einen letzten Punkt? Sonst würde ich die letzte Frage stellen, wobei wir gehen in die letzte Frage. Stellt euch vor, ihr seid eine Minute mit einer repräsentativen Gruppe von Vereinsvorsitzenden unterwegs und ihr seid eingeladen, 3 bis 5 Ratschläge zu geben, was man nicht so gerne immer macht, wenn man in der Beratung ist, aber so, ihr dürft mal 1 bis 3 bis 5 Ratschläge geben. Was sollen die denn machen? Was sollen die tun? Ronald, du darfst anfangen. Sehr, sehr genau vor Ihrem eigenen Konzept überlegen, was Sie wirklich tun wollen, auf welche technischen Bereiche Sie setzen wollen, was Sie auch leisten können von Ihren Kompetenzen und Umfängen her. Und es sind natürlich auch häufig investive Maßnahmen, ne? Nicht alles ist kostenfrei, dann kommt halt irgendwo In-App-Käufe und solche Geschichten mit auf. Und schon habe ich ein kleines Finanzproblem, was ja bei vielen Vereinen dann auch relativ schnell durchschlagen kann. Also ich glaube wirklich, dieses Bewusstwerden und dann, danke, dieses Bewusstwerden und dann sehr gezielt sich kundig machen, vielleicht auch mit Unterstützung von Verbands- oder wo auch immer Seite her, was da für Optionen zur Verfügung stehen, um auf der Basis dann gute Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und nicht jeder fixen Idee hinterherrennen, weil je nachdem, wo man guckt, kriegt man ja dauernd irgendwelche neuen Sachen aufs Auge gedrückt oder allein, wenn man hier in irgendeinen Store guckt von seinem entsprechenden Rechner, dann wird man da schon einiges bekommen, was jetzt das absolut Tollste ist, was auf dieser Erde existiert. Okay, danke Arne. Was sind deine Ratschläge? Genau, als erstes würde ich den Vereinsvorsitzenden immer raten, genau das zu tun, was Ronald auch gesagt hat, zu reflektieren, selber zu überlegen, wo soll die Reise eigentlich für den Verein hingehen, was sind die Stärken und Schwächen. Ich finde, das Konzept Sportverein 2030 bietet dort eine methodisch gute Grundlage, um das auch selber zu erarbeiten. Im Zweifel sollte man sich beraten lassen. Es gibt zahlreiche Vereinsberater des LSGs, mehr als wahrscheinlich Vereine. Nein, das natürlich nicht. Das ist das Erste. Zweitens, Software nutzen für kollaborative Zusammenarbeit. Ich finde Microsoft 365, ich kann Meistertask sehr empfehlen. Also es gibt tolle Softwareanlösungen, die einfach so ganz, ganz kleine Impulse geben, die aber dann vielleicht auch zu was Größerem führen können, nämlich sich zu überlegen, wie kann ich auch vor allen Dingen, und du hast angesprochen, die Vereinsarbeit, das Management, das Ehrenamt in irgendeiner Form digitalisieren. Das sind nicht immer große Schritte, sondern das können ganz viele kleine Sachen sein. Da gibt es tolle Tools, die würde ich sofort nutzen. Und das Dritte ist, dass man sich wirklich auf den Weg macht und einfach auch mit Mut und einer gewissen Fehlerfreundlichkeit in diese Prozesse einsteigt. Also man wird diese Dinge quasi, natürlich muss man nachdenken vorher, man muss reflektieren, man muss Zielsetzungen schaffen, aber man muss es irgendwann auch machen. Und an vielen Stellen ist es an der Stelle vielleicht einfach auch sinnvoll, irgendwie einzusteigen und sich zu überlegen, wie schaffe ich erstmal, und wenn es erstmal der Aufbau einer Homepage ist oder wie gesagt, ne, Einführung von Software zum Zusammenarbeiten, da gibt es da wirklich tolle Dinge, oder zum Projektmanagement, einfach mal anfangen, weil ich glaube, das ist wirklich etwas, mit dem man jetzt starten sollte im Kleinen, damit man sich zumindest auch auf der Ebene von eigenen Erfahrungen damit auseinandersetzen kann. Hashtag machen, es könnte ja gut werden. Ronald. Und vielleicht auch eine ganz gute Chance, gerade jüngere Mitglieder auch für den Verein und Vereinsarbeit, Vereinsprojekte zu begeistern. Absolut. Ja,
Danke für den Hinweis. Und wir sind ja schon am Ende und ich glaube, wir können noch den ganzen Tag verbringen. Spannende Diskussion. Aber wir wollen es noch mal ein bisschen handhabbar machen. So zum Ende noch so ein richtiges, so ein Goodie. Eure drei Top-Apps, Ronald. Was sind eure drei Top-Apps, die ihr gerne benutzt, viel benutzt oder gerne benutzen würdet, sozusagen so als kleinen Abschluss? Ich bin total old-fashioned. Signal als Messenger-Dienst, Google Map als mein Guide beim Autofahren und dann Luca, weil das ist so schön, dass man das nie mit der Hand ausfüllen muss, auch wenn es jetzt auf der Abschlussliste steht, aber trotzdem. Okay, danke. Arne, wie ist deine Top 3? Ja, also ich habe gerade schon erwähnt, Meistertask installieren, ausprobieren, nutzen, kostet nichts und ist eine super App. Das zweite ist, auch mal auf dem Weg sozusagen so ein bisschen rechts und links gucken. Ich finde, das, was ich in den Bereichen von Yoga, digitalen Anwendungen bewegt, ist zum Teil hochgradig spannend und innovativ. Also da gibt es verschiedene Apps, die man sich da mal angucken kann, außer in diesem ganzen Meditationsbereich. Und als drittes einfach mal ausprobieren, sich angucken, Summit Tree. Das ist eine App, die ganz neue Möglichkeiten bietet, um Sportbewegung und Klimaschutz miteinander zu verbinden. Für jeden gelaufenen Kilometer werden da Bäume gepflanzt, wenn man das im Unternehmen macht. Ich finde das immer wieder beeindruckend, wie welche neuen, sozusagen immer noch neuen Ideen auf diesem Markt da angeboten werden. Und ich probiere die auch alle gerne aus. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte mich ganz gerne bei euch bedanken, Ronald Watzak und Arne Göring, für diesen tollen Dialog heute Vormittag, für eure Zeit und eure Impulse. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt fit und gesund, bei guter Laune und ich hoffe natürlich, dass wir uns auch bald mal wieder persönlich treffen, denn davon lebt es auch, nämlich persönliche Beziehungen. Herzlichen Dank. Absolut, danke auch. Das war der LSB Niedersachsen Podcast im Dialog. Gespräche 1:1 mit allen Informationen und Hintergründen.